Du musst der Oliver sein. Ich bin der Oliver. Sollen wir uns mal anschauen, was du hier so rumstehen hast bei dir? Gerne, ja. Was ist sowas wert heute? Ja, also ein bisschen über Millionen. Andere kaufen sich ein ordentliches Haus dafür. Genau. Und du stellst den F40 hier. Ja, und das ist bei mir das Besondere. Ein neues Auto und dann was ganz Altes. Ja, das ist ein Rolls Royce, kann man hier vorne schön sehen, ne? Hotshot mit deutschen Papieren. Hammer, oder? Und der Preis? 39.000 Euro. So wie der steht, Straßen zugelassen. Ja. Läuft. Was war das mal? Ja, das ist so alles, die ganzen, das kommt ja von Amerika. Die werden alle diese Ford T-Modelle umbauen. Die sogenannte Ford Hot Rods. Okay. Und das ist halt einer davon. Und der hat TÜV-Zulassung? Ja, wir haben den auf der Straße. TÜV und so weiter. Das ist super. Mit deutschen Papieren. Wahnsinn. Das ist die berühmte Honda CBX, Sechszylinder. Muss man sich mal vorstellen, Sechszylinder in einem Motorrad. Aber sowas fährst du nicht mehr, ne? Das steht hier und... Nein, ich fahre alle Motorräder. Echt? Also, bei mir wird alles... Das ist halt wichtig, ich habe natürlich schon auf Arbeit. Jetzt warte ich wieder, dass endlich mal die Sonne rauskommt. Ja. Weil, wenn die stehen, gerade solche mit den Vergaser, dann bist du dann zwei Tage beschäftigt. Bis das Ding wieder läuft, ne? Aber wir gehen lieber zweimal im Jahr fahren. Schönes Wetter im Biergarten. Wahnsinn. Das ist eine Suzuki 750 und das Besondere ist ein Zweitakter. Gibt es nicht mehr, ist nicht mehr erlaubt. Zweitakter? Zweitakter mit Wasserkühlung. Und wegen dem heißt er im Sammelsjargon, es ist ein Wasserbüffel. Ja, und da kommen wir halt zu meiner BMW-Sammlung. Das ist wahrscheinlich eine der größten in Deutschland. Wahnsinn. Und die besonderste ist hier eine BMW R42 von 1938. Die habe ich vor circa 15 Jahren in Las Vegas gekauft bei der Auktion. Damals 17.000 Dollar, circa 13.000 Euro. Und heute kostet so eine BMW circa 50.000 bis 60.000 Euro. Wie viele Jahre ist das her? 12 Jahre. Das ist das berühmteste Motorrad. Es ist ein deutsches Motorrad. Der Friedel Münch hat es gebaut, um schneller zu sein als die Kawasaki. Die Kawasaki hat damals 200 und er wollte ein Motorrad bauen, das über 200 geht. Hat er es geschafft? Das war damals ein Thema und er hat es geschafft. Hat einen Automotor, einen NSU TT-Motor in der Motorrad gebaut. Das sieht man an den Lampen, weil damals war der... Auch NSU TT, ne? NSU TT hat ja diese Lampen gehabt. Jetzt sieht man. Und drei München nebeneinander, das gibt es gar nichts. Und wo hast du die ergattert? Da habe ich 5 Jahre an den Mann hingesprochen, der hat mich nur, weil er mich gekannt hat vom Rennen. Und dann habe ich es bekommen für 43.000 Euro damals. 43.000 Euro? Damals, also meine Frau hat gesagt, du bist verrückt. Und jetzt ist es 120.000 Euro wert. 120.000 Euro für dieses Motorrad? Und das Interessante ist, es gibt keine. Du kannst bei Mobile reingehen, es gibt keine München. Okay, und du hast 3 Stück davon? Ja. Okay. Das ist was ganz Besonderes. So, das ist meine Abteilung. Also viele wissen es ja, ich bin fast mein ganzes Leben lang Rennen gefahren. Zuerst Motorrad und dann Autorennen. Und dass du noch in einem Stück bist? Ja, viele Unfälle, Überschläge, aber Gott sei Dank immer mit Sturzhelm und immer sicher. Das ist ein Ferrari Challenge, den habe ich in Amerika gekauft. Das ist ein 458, brutal laut, super geiles Auto. Sowas muss man kaufen, jetzt sind die Preise unten. Und sowas mal in 20 Jahren kannst du mit Oldtimer-Rennen fahren. Der kostet ca. 130.000 Euro, also das ist wirklich ein Schnäppchen. Rennwagen, also Challenge 458, momentaner Preis günstiger als ein normaler Ferrari 458 für die Straße. Das musst du nicht mehr überlegen, weil das ist wirklich ein rein rassiger Rennwagen. Unternehmen ist also, das ist mein erstes Rennauto. Das ist ein Treser. Es gibt nur 23 Autos auf der Welt. Okay. Und hat diesen Treser Cup gegeben. Das war damals mein erstes Rennen. Und ich bin der Einzige auf der Welt, wo das Auto noch hat und das Auto gefahren ist. Ich sehe gerade auch hier, Ladeluftkühler hängt hier. Ja, das habe ich vor ein paar Jahren neu gebaut, ist so geil. Wir haben ihn schön restauriert, es ist ein Teil von meiner Geschichte. Du hast schon echt viel Historie auch im Rennsport, ne? Also nicht, ja, nicht nur so hobbymäßig ist großartig, sondern auch wirklich. Nein, das ist schon ein großer Teil von meinem Leben. A4 STW? Das war nur die Zeit,
Das waren noch Tourenwagen? Das ist ein Originalwerksauto und ich habe es halt dann später bekommen, gebraucht und ich war ja Privatfahrer. Wow, also du bist immer für eine Überraschung gut, muss man sagen. Du hast gesagt, du hast deine ganze Motorsportkarriere im Motocross angefangen. Ganz am Anfang war mein erstes, bin ich Motocross. Das erklärst du die zwei, drei Motocross-Räder hier rumstehen. Bin ich Motocross-Rennen gefahren und hier habe ich jetzt im Nachhinein die ganze Motorräder, wo ich alle schon mal gefahren bin, aus der ganzen Welt zusammengeholt. Ganz besonders sind hier die Hondas. Vor allem, weil die Honda einen roten Motor hat. Wegen dem ist das auch so schwierig zum Restaurieren. Bei dir findet man wirklich alles, was das Herz begehrt. Und ich glaube, da bist du auch sehr stolz drauf, oder? Kann man auch stolz drauf sein? Ja, das macht mir schon Freude. Merkst du, wenn ich dann rüben gehe, dann mache ich ja, klar. Wenn ich da reingehe, da ist mein Büro. Aber vom Büro aus kann ich meine Motocross-Maschine entscheiden. Was kann man besser erreichen im Leben, oder? Ja, lieber Oliver, du hast mir heute einiges gezeigt und war von allem was dabei. Wir sind einen geilen alten Bentley gefahren. Aber wir haben mit Ferrari angefangen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht können wir auch mit Ferrari aufhören. Logisch, das ist doch bei mir möglich. Und da habe ich einen ganz besonderen für dich. Und meinst du, wir können auch fahren? Wir fahren auch damit. Ferrari Enzo. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, vielleicht fahren wir einen 458 oder irgendwas anderes. Aber ein Enzo, dass wir uns damit fahren, ist das Auto kostet knapp 2 Millionen Euro. Und das Interessante bei dem Auto ist der Sound. 12 Zylinder, 660 PS. Und wenn ihr Formel 1 Sound hören wollt, ja, ist der Enzo. Also ich glaube, näher an Formel 1 Sound kommt man eigentlich nicht dran. Ja, Oliver, Ferrari Enzo, V12, 660 italienische Pferdchen, da hinten. Genau. Das heißt 110 PS pro Liter Hubraum, das ist heftig. Ja, der Enzo wurde ja damals benannt nach Enzo Ferrari, ja, und das sollte ja so der ultimative Ferrari werden, der ultimative Rennwagen für die Straße, richtig. Ja, und mit dem habe ich mir den erkauft, es wird nie mehr ein Ferrari geben, der nach dem Gründer benannt ist und eben es gibt nur so wenige Stücke. 399 Stück. Und wie viele in Gelb, weißt du das? In Gelb sind ganz wenige gemacht, also um die 25 Stück. Da hat man auch wirklich viel, viel Wertverlust bei so einem Auto. Mit Kilometern wahrscheinlich schon, ne? Wenn du jetzt einen neuen hast mit 300 Kilometern und du fahrst den 5000 Kilometer, dann kostet das natürlich ein paar 100.000 Euro. Und so, der hat ja schon Kilometer gehabt. Und ob er jetzt 31 hat oder 33.000, das ist nicht so. Ja, aber trotzdem kostet jeder Kilometer wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld bei dem Auto. Ja, ja. Ne? Man merkt gar nicht, wie schnell man ist da drin. Ja, das Auto ist wirklich absolut alltagstauglich und der ist zwar laut, aber es macht ja nichts. Es ist sehr schön. Man hat ein Gefühl gekriegt, was für Potenzial in dem Auto. Ja, das ist, was überhaupt mal fährt. Ne? Dass man sagt, ey, ich bin ja mal ein Enzo gefahren, das kann ich auch nicht viel von sich behaupten. Ne? Ja, meine Freunde, ein richtig geiler Tag geht zu Ende. Das ist eine Traumgarage, wie sie im Buche steht. Wir haben einfach alles gesehen, was wir uns, ja, hätten wir träumen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber was euch am besten gefallen hat, das interessiert mich natürlich auch. Also schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten natürlich wie immer einschalten und nicht vergessen, subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.